zurück zur nächsten Folge. Heute wird es mal richtig physikalisch. Und zwar haben wir uns überlegt, wir würden heute gerne mal diesen Mythos aufdecken. Wie viel kostet beim Autofahren ein Beifahrer? Jeder von euch kennt es bestimmt, egal ob auf dem Event, ob auf der Straße oder. Jeder will immer alleine fahren, am besten noch den Beifahrersitz ausbauen. Und damit er am Ende maximal schnell ist. Nun ist die große Frage, wie viel kostet ein Beifahrer wirklich? Mir kam dieser Gedankengang eigentlich nur ganz spontan, weil René und ich hatten uns überlegt, wir müssen auf jeden Fall, bevor wir den X-Boot zerlegen, dort auch noch mal einmal ein Video mitmachen, wie wir damit fahren. Und somit kam mir die Idee, dass dieses Auto eigentlich perfekt für dieses Experiment ist, denn man wird kein anderes Auto finden, wo der Unterschied mit Beifahrer und ohne Beifahrer größer ist. Das liegt einfach ganz einfach daran, der X-Bow hat ein Leergewicht von 750 Kilo. Wir probieren mal was, ich nehme mal einen Zettel und einen Stift. Das schreiben wir uns alles einfach mal auf, weil ich glaube, so kommen wir am besten einfach zum richtigen Ergebnis. So, unser X-Bow hat ein Leergewicht von mittlerweile nur noch 750 Kilogramm. Nun komme ich dazu mit Klamotten etc. ungefähr, ich würde jetzt mal sagen, 85 Kilogramm. Somit sind wir normalerweise fahrfertig bei 835 Kilogramm. Jetzt haben wir einen Beifahrer dabei, den René. Wie viel wiegst du? Ohne Klamotten 101, genau. Also 105 Kilogramm. Sind wir somit bei 945 Kilogramm, wie ihr jetzt zu zweit in eurem Auto hättet. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum wir den X-Bow nehmen. Wenn ihr seht, dass wir von diesen 945 Kilogramm später René am Straßenrand abladen, haben wir 105 Kilogramm weniger. 105 Kilogramm bei dieser sich im Betrieb befindlichen Masse macht über 10% aus. Das heißt, 945, 10% wären 94 Kilogramm. Somit sind wir ungefähr bei 11% Gewicht, die wir aus dem Gewicht, 11% Gewicht, die wir aus dem Auto als Beifahrer rausschmeißen. Würden wir das Ganze jetzt mit einem Auto machen, wie ich sag mal meiner Limo oder dem Kombi oder wie auch immer, der doppelt so viel wiegt, heißt 1500 Kilogramm, wird der Effekt nicht so groß sein, weil wir vom Leistungsgewicht, das Leistungsgewicht ist immer das Gewicht, was am Ende dafür sorgt, wie schnell oder langsam ein Auto ist, nur tendenziell die Hälfte wegnehmen, sprich 5,5%. Somit bin ich der Meinung, dass ich euch an diesem Beispiel besonders gut erklären kann, wie viel es kostet, einen Beifahrer dabei zu haben oder auch nicht dabei zu haben. So viel erstmal vorweg zur Physik. Wir schnappen uns jetzt den X-Bow. Heute ist nämlich mal gutes Wetter draußen und machen zwei Tests. Einmal werden wir 0-100 fahren und einmal werden wir 100-200 fahren. Ich persönlich bin nämlich der Meinung, dass wir 0-100 kaum einen Unterschied merken werden, weil wir dort einfach eh an der Traktionsgrenze fahren mit dem Auto. Ihr erinnert euch, X-Bow Heckantrieb. Wird man auch hören, sehen, merken. Das Ding dreht erste, zweite, gerade bei den kalten Temperaturen eh fast nur durch. Somit wird der Unterschied, ob mit Beifahrer oder ohne Beifahrer, fast marginal sein. 100-200 wiederum, was reine Leistungsgewicht- und Aerodynamikdisziplin ist, da glaube ich, werden wir bei dem X-Bow eine krasse Differenz sehen. Und ich selber bin wirklich gespannt. Ich habe ganz lange drüber gegrübelt, was ich mit dem Auto überhaupt schon mal gefahren bin. Ich meine, mich zu erinnern, 100-200 waren im alten Step um die 13 Sekunden. Und 0-100 waren sage und schreibe 3,6 Sekunden. Das war allerdings im Hochsommer, da werden wir auf gar keinen Fall heute rankommen. Das weiß ich noch, das war so ein 30 Grad Tag. Ich glaube, das war sogar auf der L8 Night letztes Jahr. Deswegen, an die 0-100 werden wir nicht rankommen. Aber 100-200 bin ich mal gespannt, weil ich selber habe das Auto gar nicht mehr getestet, nachdem wir den Alu-Auspuff angebaut haben. Und mein Abstimmer, der Sascha, Firma TuneTech, der, als er das letzte Mal hier war, um die Limo abzustimmen, hat mir nämlich auch nochmal einen neuen Datensatz für den X-Bow gegeben. Ich korrigiere nicht nochmal, sondern das erste Mal dafür einen Datensatz gegeben.
Vorher war das Auto definitiv schon gemacht, weil wir hatten bei Core auf dem Prüfstand mit dem alten Datenstand 270 PS gemessen, haben aber noch so ein paar Kleinigkeiten gefunden. Fährt deutlich angenehmer und ich bin jetzt mal gespannt, was das Ding so bringt. Ja, also wenn wir von 13 Sekunden ausgehen, dass das Auto 100-200 fährt, sage ich rechnerisch bei 11% weniger Gewicht, beziehungsweise wenn wir René rausschmeißen und das Auto 11% leichter wird, würde ich aus dem Bauch heraus sagen, 11% weniger Gewicht wird das Auto so im Bereich von 8-10% schneller werden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall ohne Beifahrer eine gute Sekunde bei diesem Auto schneller sein. Ich weiß, Faustformel von euch unter den Zuschauern wird sein, Beifahrer raus, 0,3, 0,4 Sekunden schneller, 100, 200. Kann ich euch jetzt schon versprechen, wird bei dem Auto auf jeden Fall nicht der Fall sein, weil genau hier merkt man nämlich, wie viel dann doch ein Beifahrer kostet. Aber genug gequatscht. Ich würde sagen, wir gehen raus und testen das Ganze. Auf geht's. Wir haben unser ganzes System hier leicht modifiziert. Wir haben jetzt hier die Driftbox XXL festgeklebt, dass da nichts passieren kann. Und dazu eine externe GPS-Antenne, die ich hier neben geklebt habe, in der Hoffnung, dass das so mit dem GPS-Signal diesmal funktioniert. Letzten Male hat es leider nicht funktioniert, waren immer Aussetzer bei und wir haben keine verwertbaren Daten bekommen. Los geht's. Jetzt mal nicht allzu viel rein, wir wollen jetzt ja nicht voll getankt über 200 fahren. Das Gute. Jetzt Lauf Nummer 1 zu zweit. Erstaunlich schnell das Auto, hätte ich gar nicht gedacht. Wir sind jetzt zu zweit gefahren, eine 3,8 auf 100 und 100, 200, eine 11,9. Das kommt mir persönlich für den kleinen K03 Turbolader, der hier noch drin ist, schon flott vor zu zweit. Jetzt bin ich höchstgradig gespannt, was gleich passiert, wenn ich René rausschmeiße und die gleiche Strecke nochmal alleine fahre.
So. Unsere Messwerte, was wir vorher gesagt haben, passen ganz gut. Alleine bin ich 100, 200, eine 10,4 gefahren. Das heißt, fast anderthalb Sekunden schneller. 0, 100, allerdings fast gleich, 3,9 Sekunden. Allerdings hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass ich einen Tucken langsamer geschaltet habe von 1 und 2. Das heißt, wir sind da ungefähr auf dem gleichen Niveau. Das können wir uns gleich aber zurück in der Firma auf jeden Fall nochmal auf dem Rechner angucken. Da können wir uns nämlich ganz genau angucken, wie lange der Schaltvorgang gedauert hat und so weiter. Fakt ist, man merkt ab 100, wo die Räder nicht mehr drehen, definitiv extrem, gerade in diesem Auto, weil er so leicht ist, den Unterschied, ob mit Beifahrer und ohne Beifahrer. Wie viel Kilo wiegst du, René? 100 ungefähr, ne? Ja, cool. Ja, das war's erstmal. Wir fahren jetzt wieder zurück und machen die Auswertung. So, zurück fährt jetzt René. Dann kann er das nämlich auch mal testen hier. So, René, erste Runde Expo. War auf jeden Fall geil. Sehr direkt alles, aber macht Spaß. Ist halt mehr Kartfahren als Autofahren, ne? Definitiv, ja. Du hast gar keine Unterstützung, weder beim Bremsen noch beim Lenken. Aber das fühlt sich gut an. So, wir gehen jetzt rein, machen ein bisschen Auswertung und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Tja. So, zurück am Leertisch. Geht's jetzt hier weiter? Jetzt habt ihr gerade im Video gesehen, wie wir 0-100, 100-200 sowohl alleine als auch zusammengefahren sind. Ich würde sagen, wir fangen mal bei der 0-100 an. Wir sind, wie ich schon vermutet hätte, ein bisschen langsamer geworden. 3,6 sind wir vorher gefahren. Also vorher heißt im Sommer mit wenig Luft auf den Reifen, bei 8,9 und. Heute sind wir nur 3,8, 3,9 gefahren, was ich persönlich für zwei Leute und der kalten Luft draußen immer noch schnell finde. Aber jetzt kommt ja die große Frage, warum sind wir nicht schneller geworden? Ich habe ja schon angekündigt vorab, dass ich der Meinung bin, dass wir 0-100 einfach nicht schneller werden, weil die Hinterräder einfach eh nicht mehr Kraft übertragen können und wir somit auch am, ich sag mal, an einer idealen Beschleunigung fahren, sprich an der Traktionsgrenze. Und so ist es tatsächlich auch. Das kann man perfekt mit dem Driftbox-Tool auswerten. Und jetzt kriegt ihr nochmal einen kleinen Crashkurs im Auswerten der Driftbox. Und das wird auf jeden Fall richtig interessant. So, ich habe hier jetzt mal die beiden Läufe reingeladen. In Rot seht ihr die 0-100 alleine und in Dunkelgrün seht ihr die 0-100 zu zweit. Ihr seht hier jetzt Folgendes. Auf der einen Achse seht ihr die Zeit und auf der anderen Achse seht ihr die km/h. Somit sind die beiden Kurven hier, ist unsere Beschleunigung. Wir fahren los. Hier, wo die Beschleunigung kurzzeitig gleich bleibt, ist der Schaltvorgang im zweiten Gang und dann geht die Beschleunigung wieder hoch. Das ist Teil 1. Teil 2 sind die blaue und die schwarze Linie. Dies ist die G-Kraft, also die Beschleunigung in Längsrichtung während unserer Messung. Hier sieht man perfekt, was ich schon eben im Expo gleich vermutet habe. Das klingt für euch jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch, dass ich das vorhersagen konnte. Der ein oder andere, der jetzt zuguckt, der weiß es aber. Ich werte wirklich extrem viel mit dieser Driftbox aus. Nicht nur für mich, auch für andere Leute. Und ich hatte das schon sofort im Gefühl, dass der Schaltvorgang 1 und 2 nicht so gut war. Und genau das sieht man jetzt auch hier. Diese gerade Linie in dem Moment hier ist der Schaltvorgang von 1 in 2, wo ich alleine gefahren bin. Und darunter, die grüne Linie, ist der Schaltvorgang mit René. Und hier seht ihr einfach, dass ich deutlich langsamer geschaltet habe, weil die grüne Linie geht gleich wieder hoch. Die rote Linie bleibt kurzzeitig noch gerade. Und genau das werden unterm Strich die 1, 2 Zehntel gewesen sein, die jetzt den zweiten 0-100-Test langsamer gemacht haben. Das ist eine Tatsache, die wir herauslesen können. Die zweite Tatsache, die ich persönlich noch viel interessanter finde, ist, jetzt muss René nochmal wieder ranzoomen, gucken wir uns die G-Kraft an, das sind die blauen und die schwarzen Linien.
Kann man schon sagen, wenn man hier zwischen jetzt interpolieren würde, das heißt, man würde die ganzen Mittelwerte nehmen, ist die G-Kraft wirklich konstant gleich geblieben. Das ist die G-Kraft im ersten Gang, das ist so ziemlich genau die Kraft, die die Reifen übertragen kann. Dann kommt der Schaltvorgang, da geht die G-Kraft kurz runter. Hier sieht man auch wieder, dass zu zweit die G-Kraft viel schneller wieder da ist. Das ist die G-Kraft nach dem Schalten alleine. Und dann geht die G-Kraft wieder wirklich konstant mit der gleichen Kraft weiter. Somit können wir behaupten, dass für unser Auto oder für Autos, die an der Traktionsgrenze fahren, ist ein Beifahrer nicht besonders schlimm. Natürlich ist ein Auto je leichter immer schneller, aber für unseren Fall macht es tatsächlich keinen Unterschied, ob Beifahrer drin oder Beifahrer draußen. Das war Punkt 1. So, nun zum zweiten Teil, 100-200. Erstmal vorab, wir haben uns verbessert von einer 13.0 auf eine 10.4. An der Stelle schon mal vielen Dank an Sascha, mein Abstimmer. Die neue Software funktioniert wirklich für den kleinen Turbolader wirklich richtig gut. Das, was ich so ein bisschen gefühlt hatte und dir gesagt habe, hast du mal wieder perfekt umgesetzt. Und eine 10.4 für einen K03 Turbo auf dem X-Bow kann sich, glaube ich, schon sehen lassen. Jetzt aber nochmal dazu, zu unserer Verbesserung. Wir sind 11.9 zu zweit gefahren und 10.4 alleine. Wir haben auch mehrere Messungen gemacht, damit das Ganze reproduzierbar ist und keiner auf die Idee kommt, das wäre gefaked, getürkt, wie auch immer. Nein, es ist tatsächlich so. Wir sind immer in dem Bereich gefahren. Das heißt, für unseren Fall hat sich das Auto von einer 11.9 auf eine 10.4 verbessert. Mal gucken, ob man sich da auch wieder was zu ausrechnen kann. 11,9 Sekunden zu 10,4 Sekunden. Und auch dort seht ihr, wenn wir jetzt die 11,9 Sekunden um circa, wir hatten gesagt, 8-10% verbessern würden, rechnen wir jetzt einfach mal mit 10%, das wäre einfacher. 10% hiervon sind 11,19 Sekunden und daraus würde dann werden 10,7 Sekunden. Das persönlich heißt, meine Einschätzung von vorhin war nicht ganz richtig, sondern es ist bei dem Auto sogar noch krasser. Ich hatte ja ungefähr geschätzt, dass das Auto so 8-10% schneller wird. Sprich, wir würden in dem Fall irgendwo im Bereich von 11 Sekunden fahren. Wir sind aber tatsächlich ziemlich genau die 11% schneller geworden, die das Auto auch leichter geworden ist. Das ist für mich persönlich jetzt ziemlich viel, weil ich weiß, das kann man jetzt zum Beispiel auf Limo nicht übertragen. Also angenommen, ich würde jetzt aus der Limo nochmal 10% Gewicht rausschmeißen, dann würde das Auto nicht 10% schneller werden. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir mit dem X-Bow jetzt gerade noch in einem Bereich fahren, wo wir relativ viel beschleunigen und wenig schalten. Somit sind hier die Auswirkungen natürlich größer als bei einem Auto, wo ich fast mehr am Schalten als am Fahren bin. Unterm Strich kann man aber sagen, der Mythos, ein Beifahrer ist schlecht, ist definitiv so. In dem Fall merkt man es extrem. Das Auto ist 1,5 Sekunden schneller geworden von 100 auf 200. Ich bin zufrieden. René ist hoffentlich auch zufrieden. Er durfte auch mal eine Runde fahren. Kamera nickt. So viel zu heute. Wir gehen auf die ganzen Sachen später bestimmt nochmal ein. Aber ich denke, fürs Erste reicht das. Und jetzt geht es los, dass wir das Auto bei uns in die Garage stellen. Der Motor kommt raus. Wir tauschen Kolben, Pleuel, Turbolader und. Und dann bin ich mal gespannt, was das Auto anschließend fährt. Ich würde tippen, wenn wir jetzt im Bereich von 500 PS landen, jetzt zur Sekunde wird das Auto irgendwie so 280, 290 haben. Denke ich, werden wir mit dem Auto irgendwo im Bereich von 6 Sekunden 100, 200 fahren. Und das fände ich persönlich für das Auto wäre schon verdammt schnell. Aber wir lassen uns überraschen. Wir bauen jetzt um.